Mai 1940. Angriff im Westen. Hitlers Ziel ist die Niederwerfung Frankreichs. Die Waffen-SS marschiert mit. Hitlers politische Soldaten. Unsere Leitlinien waren Pflicht, Treue, Ehre, Vaterland und Kameradschaft. Sind Sie Soldaten wie andere auch? Sie hatten kein Mitleid, weder für Männer noch für Frauen noch für Kinder. Sie töteten alles, was ihnen vor die Gewehre kam. Ihr Leitspruch? Den Tod geben und den Tod nehmen. Der Tod war für sie eigentlich was Selbstverständliches, dass sie selbst fallen würden, aber auch sie waren brutal im Töten. Weltanschauungskrieger sollen sie sein. Sie gelten als Elite in Hitlers Reich. Der schöne Schein lockt an. Der erste Grund war, als HJ-Führer gehörte sich's einfach, dass man zur Waffen-SS ging. Zweitens, meine sämtlichen Vorfahren waren alle Angehörige von Garderegimentern und Offiziere dort. Und dementsprechend wollte ich natürlich auch zur Garde. Hitlers Garde. Die Leibstandarte Adolf Hitler wird zu einer Keimzelle der Waffen-SS. Dazu zu gehören gilt als Auszeichnung. Wie ich den Einberufungsbefehl bekommen habe, da bin ich in der ganzen Stadt rumgelaufen, ja, und habe mich gefreut, dass ich eingezogen wurde. Weil bei der Musterung, da sind von 80 Mann, 3 Mann oder 4 Mann nur angenommen worden. Die anderen kamen nur zur Wehrmacht, also nicht zur Waffen-SS. Die Waffen-SS bietet Aufstiegschancen und eine angeblich sichere Laufbahn. Kurt Sammetreiter war vorher arbeitslos. Und da habe ich dann meinem Vater gesagt, hör mal zu, wie wäre es, wenn ich da zur SS ginge? 4 Jahre ist praktisch das meine Lehrzeit. Und ich bin dann ein Beamter, um Gottes Willen. Er wusste vielleicht schon ein bisschen mehr von der ganzen Sache. Aber ich habe mich durchgesetzt. Und habe gesagt, in 4 Jahren komme ich wieder zu euch als Beamter und ich gehe. Doch um einen Beamten her geht es der SS nicht. Himmler will eine schlagkräftige Truppe, die ihm bedingungslos folgt. In jedem Krieg. Gegen innere und äußere Feinde. An der Front marschieren sie unter dem Kommando der Wehrmacht. Doch in der Truppe herrscht Misstrauen gegenüber den Parteisoldaten. Der Wehrmacht war von Hitler und den Generälen war immer wieder zugesichert worden. Die Wehrmacht ist der alleinige Waffenträger der Nation. Und jetzt war ganz klar, hier wurde also eine Kraft neben der Wehrmacht aufgebaut, die also dem Heer die Macht streitig machen wollte. Noch spielt die Waffen-SS militärisch keine große Rolle. Doch schon in Frankreich 1940 führt sie eine Art von Glaubenskrieg. Gekreuzt die Leibstandarte Adolf Hitler und die motorisierten Regimenter, die hinterließen alle ihre Zeichen, damit der Nachschub das fand. Und daher wussten wir genau, es war die Leibstandarte Adolf Hitler. Und die hatten alle Kruzifixe, die dort in dem katholischen Frankreich kaputtgeschlagen. Das war erklärtes, das war sogar kämpferisches Heidentum. Aber das haben wir damals noch nicht erfasst. Ihre Religion heißt Blut und Boden. Im Zeichen von Hitlers Rassenwahn. Andersgläubigen wird der Krieg erklärt. Erinnerungen eines SS-Mannes, der später Priester wird. Da kam also ein hohes Tier, weil wir das nannten, von Berlin. Und da wurden wir vergattert. Was wir jetzt hörten, dürften wir niemandem erzählen.
Es wäre streng geheime Dienstsache. Und da sagte der Kerl zu uns, dass der Sieg erst errungen wäre, wenn die Kirchen alle kaputt wären. Christus ist ein unendlicher Sohn einer jüdischen Dirne. Das war offiziell die Aussprache, wie die sagten für Christus. Gell? Lieder eines neuen Kultes, der nur Siege kennen will. Soldaten der Waffen-SS vor der Kulisse des brennenden Rotterdam. Propagandabilder sollen den Mythos der Unbezwingbarkeit schüren. Die hohen Verluste zeigen sie nicht. Kommandeure wie Sepp Dietrich sind SS-Männer der ersten Stunde, aber militärisch Laien. Man erhielt natürlich von seinen Feldherrngaben gar nichts, denn er hatte ja auch gar keine Vorbildung dafür. Er war ja Feldwebel, also im Ersten Weltkrieg gewesen. Und auch später hatte er ja nie irgendwie eine höhere militärische Ausbildung genossen. Vom Feldwebel zum Feldherrn. Wehrmachtsoffiziere sind irritiert. Diese Befehlsausgabe war merkwürdig, kann ich nur sagen. Ich habe ja mehrere Befehlsausgaben im Krieg mitgemacht. Und dann sagte er, du greifst das an, du greifst das an. Und ihr müsst euch dann einigen und so. Es war keine Befehlsausgabe in unserem Sinne, mit klaren Zielen und klaren Grenzen und so weiter. Sondern wir werden das schon so machen. Und du gehst rechts und du gehst links und ich passe auf und so. Anfänger, aber Draufgänger. Ohne Rücksicht auf Verluste stürmt die Waffen-SS vor. Blitzkrieg gegen Frankreich. Die Tage bis zur Niederlage sind gezählt. Die Briten, die auf Seiten der Franzosen kämpfen, fliehen. Der Rettungsanker heißt Dünkirchen. Was übrig ist von den britischen Einheiten, versucht sich einzuschiffen Richtung England. Eine Handvoll Elite-Regimenter soll den Rückzug decken. Unter ihnen ist auch Albert Evans, damals 19 Jahre alt. Damit die Kameraden sich in Dünkirchen einschiffen konnten, erhielten wir den Befehl, unsere Stellung um jeden Preis zu halten. Und das taten wir, solange es eben ging. 28. Mai. Die Einheit von Albert Evans wird in Wormhout von der Leibstandarte Adolf Hitler eingeschlossen. Wir wurden am Ende einer Gasse aufgereiht und sie hatten ein Maschinengewehr auf der Straße aufgebaut. Es waren nicht unbedingt Leute, denen man gerne begegnete. Einer der SS-Männer sagte, von da, wo ihr hingeht, gibt's keine Wiederkehr. Wir wurden auf ein Feld getrieben und dann in eine Hütte. Dann riefen sie die ersten 5 raus und erschossen sie. Dann wieder 5. Erschossen. Und dann sah ich, dass einer der SS-Leute eine Handgranate aus dem Stiefel zog und in die Hütte warf. Ich habe gar nicht mitbekommen, wie mich die Granate erwischte. Aber als ich auf den Boden fiel, packte mich unser Offizier am Arm und sagte, los Evans, renn um dein Leben. Und wir rannten los, aber sie schossen auf uns. Der Captain, der mein Leben rettete, wurde getötet. Ich muss aufgestanden sein und wurde in die Schulter getroffen. Es war nur ein Streifschuss. Ich blutete am Nacken, am Arm und an der Schulter, doch ich rannte weiter und schaffte es. Albert Evans und Alfred Turms gelingt die Flucht. 85 ihrer Kameraden verlieren in Wormhout das Leben. Insgesamt werden in jenen Wochen 185 britische Gefangene von Einheiten der Waffen-SS ermordet. Was mit uns gemacht wurde, hatte mit Kriegsführung nichts zu tun. Ich meine, es war kaltblütiger Mord. Von ihrem Kommandeur Sepp Dietrich erhalten die Männer der Leibstandarte Auszeichnungen. Zur Belohnung ein Paris-Besuch.
Posen für die Kameras der Wochenschau. Die hat sie zu Helden ernannt. Froh waren wir, dass es vorbei war. Froh. Und das waren schon so, wir waren so froh, dass wir uns schon einige Tage, gut gesagt, besoffen haben. Wirklich, also man hat dann schon vergessen wollen. Angehörige der SS-Leibstandarte beim Vergessen hinter der Front. Ein Fund aus einem Privatarchiv. Ganz normale Männer. Bilder, die nicht für die Wochenschau bestimmt sind. Im Gegensatz zu diesen Bildern, die der Anwerbung von Rekruten dienen sollen, auch in den besetzten Ländern. In Belgien, Holland, Dänemark und Norwegen lässt Himmler Freiwilligenverbände für die Waffen-SS aufstellen. Rassedünkel und Antikommunismus gibt es auch hier. Doch ebenso den Wunsch nach möglichst großer Unabhängigkeit ihrer Heimat in Hitlers Europa. Die große Welle der Freiwilligen ist gekommen, nachdem die flämische Führung aufgerufen hat, sich freiwillig zu melden für diesen Kampf gegen den Bolschewismus, erstens, und zweitens, um für Flandern ein gleichberechtigter Platz im neuen Europa zu erwerben. Mehr und mehr Rekruten aus den besetzten Gebieten im Westen lassen sich werben zur Waffen-SS. Auch Tausende von sogenannten Volksdeutschen aus den Balkanländern. Wissen Sie, was das bedeutet? Von dem deutschen Drill, von der Art, wie in Deutschland im Kommiss und Militärdienst gemacht wird, hatten wir keine blasse Ahnung. Dieser Drill, dieses Zackige, dieses Unnachgiebige, dieses, was soll ich sagen, fast Menschenvernichtende, hat uns tief getroffen. In den Kasernen der Waffen-SS sollen halbwüchsige Kampfmaschinen werden. Wir waren in der Ausbildung wirklich auch abgerichtet worden, wenn Sie so wollen, ne? Mit sehr, manchmal sehr brutalen Mitteln. Nicht jeder hat das ausgehalten. Es gab doch einige, die da heraus wollten, das nicht anders konnten als durch Selbstmord. Erziehung zu Härte und unbedingtem Gehorsam. Druck machen nicht nur die Ausbilder. Wenn sie es nicht geschafft haben, und die ganze Gruppe ist aufgefallen und musste dann am Sonntag nachexerzieren oder was, dann sind die Stube hingegangen und hat dem Mann Heiligen Geist gegeben. Der wurde aus dem Bett gezogen und wurde mit Koppel und alles geprügelt, damit er das nächste Mal nicht auffällt, damit die Gruppe nicht gestört ist. Ne? Und da waren welche dabei, die konnten das nicht vertragen. Die sind dann abgehauen nächsten Abend, haben sie im Keller versteckt, waren länger als 7 Stunden unterwegs. Die haben gewusst,